Hallihallo und willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum, nun wahrscheinlich 573. Mal, dass ich jetzt hier gegen diese zwei titanverseuchten Riesen versuche, die ja an sich gar kein Problem wären, wenn sie nicht noch ganz viele kleine Bösewichte dabei hätten, die alle von Joker bezahlt werden, eingeschüchtert werden oder was auch immer. Auf jeden Fall machen sie mir das Leben schwer. Und ich will das jetzt endlich schaffen. Es ist gar nicht so leicht. Ja, es fängt schon mal ziemlich bescheuert an. Das muss man sagen. Gleich der erste Schlag war ein Treffer und ich muss jetzt erstmal die Kleinen ausschalten, bevor ich überhaupt zu irgend... Ja, jetzt... Nee... Ich glaube nicht, dass das diesmal was wird. Weil ich gestehen muss, dass ich durch das ganze Arkham City Spielen jetzt in letzter Zeit, weil das Spiel ja so toll ist, gestehen muss, dass der dort doch etwas dynamischer und auch schneller reagiert, meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt hier so feststelle. Und ich deswegen hier jetzt gerade nicht so ganz zurechtkomme, aber das ist natürlich alles nur faule Ausrede. Und in echt bin ich einfach schlecht. Vor allem, weil der Konterangriff hier nicht so fein funktioniert. So. Wenn jetzt keine Kleinen dazukommen würden mehr, wäre das ja gar kein Problem, aber stürmen die jetzt hier nicht gleich wieder? Ja, ganz cool, Batman. Upsala. Oh, das könnte... Ja, aber jetzt kommen ja dann gleich wieder Kleine und dafür habe ich einfach zu wenig Lebenspunkte und im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Spielen hat Batman leider keine Lebenspunkte-Regeneration. Ja, ich zerleg dich in deine Einzelteile, mein Lieber. Wow, diesmal hat das Konter sogar geklappt. Mein Problem ist, dass ich, wenn ich zwei Große hier in der Gegend habe, sehe ich ja leider nicht immer, was beide machen. Wenn sie nicht gerade ihren Prumpfschrei haben und ich weiß, dass ich ausweichen muss. Ja, den zum Beispiel habe ich jetzt erst in der allerletzten Sekunde kommen sehen und da konnte ich leider nicht mehr ausweichen. Ja, und jetzt holt er seinen Batarang raus, obwohl ich... seine Bat... Au! Ah, jetzt rote Lebenspunkte, scheiße! Aus dem Weg. Boah, dieses, dass es dann plötzlich Zeitlupe ist, ist ein bisschen anstrengend. So, wieder nur die Kerle. Jetzt schmeißt er wieder. Oh, da ist noch so ein kleiner übrig. Oh, Konter doch. Knapp. Ja, dieses Zeitlupe ist... Ja, ist lästig. Vor allem bei noch ein Treffer und ich bin wieder weg. Dabei habe ich es fast. Also ich werde besser, könnte man sagen. Oh, oh. Nein, geh weg, schnell. Oh, Hilfe. Das wird so knapp. Einfach durch die Gegend springen, Batman. Einfach nur durch die Gegend springen.
Verdammt! Nein! Nein, das war... Nein! Unfair! Ich poliere ja so deine Fresse, Joker. Ja, bla 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 bla. Die Szene habe ich jetzt schon oft genug gesehen. Fuck! Aber so lief's gar nicht. Der springt nicht noch einen Batarang. Ja, hohoho. Ich hab den doch... Ah, dieses... Die Kleinen machen mir viel zu viel Schaden. Ja, und das war natürlich auch irgendwie... Warum kann Batman nicht einfach 5 Sachen gleichzeitig machen? Aber es läuft schon wieder deutlich schlechter als vorhin. Weiter von ihm weg. Ja, klar. Und der springt natürlich. Das ist so... Ja. So viele von den kleinen platt machen wie möglich. Diesmal bleibe ich erstaunlicherweise ziemlich lang auf ihm drauf, aber leider nicht lang genug. Na, wobei, es könnte eigentlich sogar was werden. Es kommt drauf, ja. Konter doch, wenn ich kontern klicke. Gut, ich bin viel zu sehr auf Angreifen ausgelegt. Oh, ich glaub's nicht, der erste ist tot. Ich hab ge... Oh, ich verstehe es einfach nicht, dass ich... Mann! Bla 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 bla. Mann, das war so knapp. Aber ich hör besser. Konnte halt meistens und sie hauen nicht trotzdem um. Das ist... Nein, 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 er hat mich gar nicht berührt! Er wirft mich viel zu früh runter. Thank you.
Komm, spring nicht gegen die, sondern greif sie an. Boah, ich habe das Gefühl, dass mein Spiel gerade ein wenig laggt. Tut mir leid. Kann ich jetzt keinerlei Rücksicht auf irgendwelche Grafikeinstellungen nehmen, weil ich will jetzt hier diesen Scheiß schaffen. Da nehme ich sogar Lags dafür in Kauf. Ich hab doch gekontert! Und manchmal klappt das Kontern auch und manchmal klappt es einfach nicht. Und Batman springt meiner Meinung nach teilweise auch ein wenig zu viel und zu weit. So, der erste ist schon mal wieder down und ich habe noch mehr als die Hälfte der Lebenspunkte. Abstand, Abstand, Abstand. Jetzt wirft er erstmal wieder ein. Lauf doch, Bat! Hey, wie oft soll ich denn Leertaste klicken, bis du reagierst? Ja, jetzt komm, drauf! Und die paar Heinis hier. Wenn das diesmal nicht klappt, dann... Uah. So, jetzt darfst du mich wieder runterlassen, damit ich dich platt mache. Oh, da ist noch einer. Jetzt kommen wir wahrscheinlich neue, oder? Verdammt! Nein, nichts werfen. Einfach wieder angerannt kommen. Dann kriege ich dich nämlich dauernd. Brav. So, und jetzt schnell zu ihm hin. Lass kontern. Und... Wow, weg! Oh. Ich kann mir gar nicht... Und springen. Komm! Und hin und... Yes! Yes! Also wenn ich jetzt noch durch die normalen verreck, dann... Nein. Huh. Also, er sieht ganz schön runtergekommen aus. Den sollten wir aufpeppen. Nein! Batman! Raus damit! Oh, jetzt geht's los. Jetzt haben wir gleich viel Spaß, Kinder. Du widersetzt dich der Veränderung. Das ist nicht fair. Komm schon, gib auf. Bäh. Wurde doch langsam Zeit. Willst du mit harten Bandagen kämpfen, Batman? Ja? Deine Sache. Kitzel, kitzel. Du ruinierst mir meinen großen Abend. Du hast Monate der Planung zunichte gemacht. Ich wollte doch nur deine grimmige Maske runterreißen und dich noch einmal die Welt sehen lassen, wie sie ist, während du blutend in einer Ecke vor dich hinkicherst. Aber sogar das hast du mir verwehrt. Ich habe nichts, wofür ich lebe. Außer eine ganze Menge Titan. Schick, ne?
den Trotteln was, worüber sie quatschen können. Zwei Freaks in einem Kampf auf Leben und Tod. Und nur für eine einzige Nacht. Reißen Sie bitte unseren Aufschlag. Weg, mich zu schlagen. Du weißt, du willst es. Niemals. Du hast das Gegenmittel an dich selbst verschwendet? Na, das ist doch mal witzig. Sehr witzig. Aber du hast mir trotzdem den Spaß verdorben. Dafür werde ich Arke mit deinem Blut bemalen. Ready to Rumble werden wir erst beim nächsten Mal gehen, weil das war genug Titan für eine Folge. Und deswegen würde ich sagen, wir hören, sehen, riechen uns beim nächsten Mal wieder. Bis Densen!